Ein Kurort für Leute, denen in der DDR das Sehen verging, wenn man es schnippisch formulieren möchte. Für die Schriftstellerin Else Buschreuer ist die alte Masserberger Klinik zu einer Metapher für die DDR geworden. Man gibt vor, die Augen zu heilen, doch zu sehen ist nicht mal eine Zukunft. Sie war selbst Patientin dort, 1985 mit 19 Jahren und fürchterlichem Augendruck. Ich war 6 Wochen da, hat sich angefühlt wie 6 Monate oder 6 Jahre. Die Erkrankung verschwand nicht. Im Gegenteil, die Behandlung machte alles nur schlimmer. Die Idee des Mikrokosmos, die war schon da. Und die Welt der Kranken ist eine ganz eigene Welt, die mit der Welt der Gesunden nichts zu tun hat. Gleich zu Beginn der Romanverfilmung wird dieser Mikrokosmos beschrieben, dem keiner entfliehen kann. Einmal Masserberg, immer Masserberg. Ja, man müsste wegfliehen können. Irgendwohin. Eine andere Zeit, einen anderen Körper. Eine Gräfin möchte ich sein. Dann sei eine Gräfin. Flieg los. Der einzige Ausweg ist Ironie. Oder ein bisschen Nagellack. Ich habe zum Beispiel aus Nitrolack und Ofenrohrlack Nagellack hergestellt und an die Mitpatienten verschenkt oder verkauft. Es war sehr wichtig, dass ich da, grüne, schwarze oder silberne Fingernägel hatte. Und das fing dann an, die anderen Patienten zu vergiften. Ein großer Teil dieser Erlebnisse floss in die Romanfigur Mel, die im Film von der wundervoll quirligen Anna Fischer gespielt wird. Obwohl die Schauspielerin zu der dargestellten Zeit noch nicht einmal geboren war, versteht sie genau, worum es geht. Der Nagellack ist nicht allein Schmuck, er ist ein Rettungsanker. Das heißt, sie tut halt alles dagegen, damit sie nicht so endet wie die ganzen anderen Leute in ihrer ganzen Umgebung. Zum Beispiel die Omas, die ja ihr da abkrebeln und irgendwie. Und sie ist halt, sagt halt, ey, nein, ich bin normal. Dann bin ich abends heimlich abgehauen und in die Kneipe gegangen. Und meine Omas haben mich gedeckt. Es gab dort viele ältere Patienten, mit denen ich mich ganz hervorragend verstanden habe. Und das gibt auch der Film wieder. Wie fühlt sich Todsein an? Dunkel? Legt euch zu mir. Die alten Damen lieben das kleine, freche und direkte Mädchen, das ihnen die beinahe schon aufgegebene Lebensenergie zurückgibt. An einem der letzten Drehtage begegnet dann die Hauptdarstellerin das erste Mal der Buchautorin. Und sie sprang auf mich zu und erstmal hat sie gerufen, wir sehen uns ja voll ähnlich, ey, weil sie dachte, das sei nun mein Leben. Ich sagte, das ist doch nur ein Film. Und dann hat sie gesagt, ja, wie war das so? Dann habe ich gesagt, hast du das Buch nicht gelesen? Nee, wir durften nicht. Und da hatte ich erst mal eine kleine künstlerische Krise. Wenn du eine Romanvorlage hast, dann ist es immer so, dass du, naja, es keinem recht machen kannst am Ende. Weil ja jeder irgendwie seine eigene Fantasie davon hat. Und demnach hat halt dann Martin gesagt, ey, bitte keine Vorbereitung, mach einfach drauf los so. In ihrer draufgängerischen Art schnappt sich dann die Heldin ihren neu zugeteilten behandelnden Arzt, den Kubaner Carlos Sanchez, der, so wird sich auf nun dramatisch zugespitzte Weise bald herausstellen, nicht nur ein Geheimnis hat. Zum Beispiel Sanchez ist in meinem Buch ein hässliches, verlogenes, wirklich nicht attraktives Männchen, auch in seinem Handeln nicht. Und als ich dann Pasquale gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, der ist ja viel zu hübsch, das ist ja so ein Schöner. Und da war ich auch ganz froh, dass er das Buch nicht gelesen hat und nicht wusste, dass er so ein verdruckstes, hässliches Männchen ist. Und er hat das auch ganz anders gespielt. Sanchez ist nicht nur mit einer Frau verheiratet, sondern auch in Zwangsehe mit der Stasi, die von ihm Pflichterfüllung fordert. Die heimliche Geliebte Mel will nämlich in den Westen fliehen. Nur dort kann sie geheilt werden. Der Arzt muss sich nun entscheiden. Als Ihr neuer Führungsoffizier erwarte ich etwas mehr revolutionäre Wachsamkeit als mein Vorgänger von Ihnen, Genosse Sanchez. Ja, ist schon ein merkwürdiges, beengtes Land, wo es ganz viele unterschiedliche Meinungen darüber gibt. Der eine sagt, ey, es war voll toll im Osten. Der andere sagt, nein, die Stasi, war alles ganz furchtbar. Und es gibt halt so unterschiedlich viele, viele Geschichten aus dieser Zeit. So. Masserberg bündelt gleich mehrere dieser Geschichten zu einem gewaltigen Drama um blinde Liebe und verhinderte Weitsicht in einer zum düsteren Märchenland komprimierten DDR.